Herr Dicker, bitte sei nicht so ungeduldig. Wir machen uns doch auch Mühe. Aber zu lange. Ist eine Spitzenstellung. Ja. Ist eine tolle. Okay, dann gib dem Menschen das Geld und sag es. Dann setz dich wieder hin. Nein, ich will im Rahmen meiner Freunde diese Schmach entgegennehmen. Also, die Igelstellung kennt jeder Schachspieler. Wählt ein Spieler eine passive. Haben wir das nicht? Nein. Nein. Wir haben alle passive, aber dennoch effektive Strategie. Dann wird das mit dem Einigeln des bekannten Stacheltiers verglichen. Aus der Anordnung der Figuren lesen Spielanalytiker in so einem Fall eine Igelstellung heraus. Passiv hätte ich hören müssen, hätte ich es gelten lassen. Tut mir leid. Rainer Buschinski, 500 Euro. Das war sehr gut. Das geht um die Gesamtheit. Wissen Sie, Herr Rainer, ich kann jetzt nur mal gerade für mich sprechen, aber passiv passt nicht in mein Weltbild. Ich warte immer noch drauf, wenn Sie mal wieder so aus sich rausgehen, dass Sie wie Chruschtschow damals mit Ihrem Schuh auf dem Tisch. Das wird irgendwann Ich würde sich heute auch laut anhören, dass man nicht die Stiefelchen an, sondern die guten Clogs.